Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Pumping Simulator 2. Schön, dass ihr wieder da seid. Oh mein Gott. Was passiert hier? Seit wann können die denn krabbeln? Die werden immer älter. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mit mir zusammen sein? Ja. Seit wann können die krabbeln? Seit wann können die krabbeln und wieso haben die Bedürfnisse? Ja. Ich mag 1, 2, 3, 4. Okay, super. Ha! Männlichkeit wieder bewiesen. 4 Babys am Start mittlerweile. Mutti, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Du brauchst wieder Medizin so ein bisschen, ne? Alles klar. Ich geh mal los. Leute, es gab ein neues Update hier beim Pumping Simulator 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne auch das Däumchen da. Wir sind wieder mit unserer supergeilen Mega-Duper-Tankstelle unterwegs. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, es gibt jetzt, also man kann auch Sachen einlagern und so weiter und so fort. Es gibt auch ein neues Lager jetzt, was dazugekommen ist. Und aber auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel diese Baby-Animation und hier dieser Candy-Stand. Hier können wir nämlich Süßigkeiten kaufen. Zuckerwatte auswählen, zum Haus senden. So, wir haben ja... Ey, das geht richtig ins Geld, ne? Wir haben ja 4 Kinder, die wir jetzt glücklich machen müssen. Ist ein Traum. So, dann brauchen wir ein Geschenk für die Olga. Oh, hier. Und noch ein bisschen Medicine für die Mama. Warte. Medicine für die Mama. Dass sie schön gesund bleibt. So, perfekto. Mit euch immer noch nichts Neues. Warte mal, was gibt's hier denn? Ich glaube, ich habe ja auch mal Bock, ne, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja auch mal Bock, den abends zu besuchen und mal so ein Paketchen zu holen, ey. Mal so ein Paket heute zu holen und zu verkaufen. Ich weiß halt nicht, wie wird man das los am Ende, ne? Weiß ich halt auch nicht so richtig. Ist halt schwierig. So, aber pass auf, es ist um 10. Tankstelle ist, ach ja, die ist offen, da ist schon wieder richtig was los. Wir gehen nochmal ganz schnell ins Lager. Schauen mal, was es da noch Schönes gibt. Und dann gehen wir erstmal zurück zu unserer Tanke und werden erstmal schauen, also ob alles in Ordnung ist. Ne? Es gibt auch neue Upgrade-Möglichkeiten. Das ist nämlich auch noch neu dazu gekommen. Oh, guck mal, der Manager hat wieder Kohle eingesammelt. Sehr gut. Tastatur? Nee, brauchen wir nicht. Ein Hammer? Brauchen wir auch nicht. Senf? Ja, Senf nehme ich. So. Hocker? Was für ein Hocker? Nudeln? Nehmen wir. Einfach so ein Hocker oder was? Ja, komm, dann kaufen wir den Hocker halt auch noch. Was hat denn der gekostet jetzt? Ich weiß gar nicht. Hey, 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 hey. Bleib mal ruhig, Wally. Ja, ja, ich kaufe deine Produkte. Ich weiß doch, dass du meine Produkte kaufen willst. Bleib doch entspannt. So, Tankstelle. Wollen wir mal schauen, wie das Business läuft hier an der Tanke. Ich hoffe doch gut. Oh Mann, ey. Wir müssen auch unseren Shop endlich nochmal ein bisschen ausbauen. Gut, perfekt. Es sind schon wieder 15 Leute am Tanken. Und wir können, wenn mich nicht... Warte mal, was haben wir hier? Ach, die Dose. Wir können, wenn mich nicht alles täuscht... Ach, guck mal, der pumpt jetzt Luft auf. Genau, wir können nämlich jetzt hier unser Waschservice-Dings-Da-Bums-Da können wir nämlich upgraden. Und wir können sogar, also zweimal upgraden. Wir können noch zweimal unsere Werkstatt upgraden. Oh, und wir können noch einmal unsere Waschanlage upgraden. Das ist ja wunderbar. Tankstelle an sich können wir nicht upgraden, aber hier die Tanksäulen können wir noch upgraden. Das sollten wir natürlich jetzt nach und nach auch mal so langsam machen. Ich bin aber der Meinung, hatte ich nicht eine schon auf die letzte Stufe? Nee, ne? So, warte mal, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was wir hier noch machen können. Genau, das können wir auch upgraden. Auf die bringt nur nichts irgendwie. Oder warte mal, bringt das mittlerweile was? Mal 2. Achso, Gewinn mal 2? Ne, Gewinn mal 2, ne. Weiß ich auch nicht richtig. Naja, egal. Was haben wir hier? Das können wir... Oha, wir können unser Schild noch upgraden. Warte mal, das können wir ja direkt mal machen. Oh, schick. Aber hallo. Warte mal, eine unbezahlte Rechnung. Da müssen wir tatsächlich erstmal nachschauen. Rechnung. Eieieiei, das ist hart. Das ist hart. Also Strom und Dings, also das ist wirklich eine Hausnummer. Arbeitsgeschwindigkeit, das werden wir auch nochmal verbessern. Mehr Fahrzeuge, komm, können wir auch noch machen. Wollen wir das gleich fertig machen? Komm, wir machen das gleich fertig. Und gut ist hier. So. Perfekt. Mitarbeiter müssen alle Stufe 5 sein. Wir können keinen Mitarbeiter mehr einstellen. Aktuell Waschanlage haben wir 2. Kassierer, Tankwart, Waschanlage.
Waschanlage, Waschanlage, Kassierer, Reiniger, Reiniger, Mechaniker, Kassierer, Tankwart. Ja, ich überlege halt, ob wir zwei... Naja, doch, wir bräuchten schon zwei Kassiererinnen wahrscheinlich. 600. Komm, das tue ich jetzt nochmal upgraden, oder? Oha. Ja gut, sieht jetzt auch nicht viel anders aus. Ja, egal. Okay, passt auf. Dann lasst uns mal langsam hier ins Tagesgeschäft reinkommen. Was kostet das? Ein Tausender Upgrade. Okay, wir müssen natürlich auch wieder Waren bestellen. Das kommt natürlich auch dazu. Hier ist mein Hocker übrigens. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Hocker jetzt machen soll, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwo, warte mal, man konnte noch ein Lager bauen, ne? Hier, da ist auch neu dazugekommen. Man kann jetzt ein Lager bauen. 600, komm, bau mal das Lager auf. Ja, geil, oder? Ja, übelst geil. Ui. Da können wir jetzt einfach Sachen einlagern. Ja, prima. Prima. Wunderbar, na gut. Toilette. Oh, Toilette haben wir auch noch gar nicht geupgradet. Bis auf die Finale. Bis zum Finalen. Gut, dann warte mal ganz kurz. Können wir hier toilettentechnisch? Nee, das kann man alles, da kann man nichts mehr machen. Hier, das ist auch alles supi. Das ist auch supi. Den kann man auch nicht mehr upgraden. Gut, dann passt das. Hier, den Papierkorb können wir upgraden für einen 100er. Ich muss jetzt mal so einen Papierkorb durch upgraden. Einfach mal, um zu sehen. Okay, dann sind es dann zwei oder wie? Ja, gut. Was ist denn mit der Tür jetzt passiert? Wo sind die, wieso ist denn die Tür jetzt... Ah ja, okay. Perfekt. Gut, dann nehmen wir die wieder mit. Hier drin riecht's gut. Das passt auch. Die räumen Ware ein. Das passt auch. Hat er neue Ware bestellt? Ah ja, guck mal. Der hat lufterfrischer Spray bestellt. Was bestellst du denn hier alles, Kollege? Hat er auch mal Kraftstoff bestellt? Ja, Kraftstoff ist auch, sieht auch ganz gut aus. Ey, der macht ja alles alleine hier. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich kann mich da einfach... Oh, Alter. 6-mal Nudeln. Was? Was? Einfach 6-mal Nudeln gegönnt. Aber, Junge, der Shop hier ist fast leer. Und warum kassiert hier keiner ab? Mann, die junge Dame hier, die hat Durst. Die will Bier. Das kann ja nicht sein. Oh, Alter, 10 Euro ein Bier? Eieieiei. Ja, muss man sagen, unsere Tankstelle ist doch nicht gerade die billigste. So, was machst du jetzt? Nicht. Wie wäre es, wenn du mal hier Sachen bestellst? Bier hat er bestellt, das hat er bestellt. Das geht auch langsam runter. Ja, jetzt wäre es ja schon mal interessant, ein paar Sachen zu bestellen, mein Junge. Aber ganz ehrlich... So richtig will ich mir die Butter auch nicht vom Brot nehmen lassen. Ich würde eigentlich ganz gerne... Guck mal, die Watten hier. Eigentlich würde ich ganz gerne... Oh, jetzt macht er das schon. So, komm, ist erledigt. Eigentlich würde ich ganz gerne auch noch selber ein bisschen was bestellen und machen und tun. Achso, guck mal, hast du Interesse an dem Auto? Herzlich willkommen, gerne. Haben Sie einen Preis im Sinn? Ja, ich möchte so viel... Mein Angebot liegt bei 6030. Oh. Warte mal, dann mache ich hier einfach ein weniger. Ein 100er. So. Und dann ist das nämlich verkauft. Wieso haben wir jetzt auf einmal 14.000? Alter. Junge. Geil. Ah, guck mal, jetzt kommen neue Waren hier. Öl, Dings, das hat er auch alles bestellt. Ja, der macht das schon. Aber die kommen überhaupt nicht hinterher hier. Das ist alles zu wenig. Die Regale sind leer gekauft. Hier ist alles leer. Das wird so nichts. Ich helfe denen mal. Ich helfe denen mal ein bisschen. Kalter Kaffee, Glasreiniger, Motoröl, Sandwiches. So, Motoröl, Glasreiniger, kalter Kaffee. So, okay, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, schwingen wir mal den Hammer. Und tun mal unsere Werkstatt ab. Oh, 1800. Oder erstmal hier. Komm, lass mal hier upgraden.
Was ist passiert? Eigentlich. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Was ist das denn? Car Wash? Was ist das denn? Ist hier noch so ein Ding dazugekommen oder was? Ja, und jetzt? Hab ich hier noch so ein Ding einfach dazu oder was? Oh Gott, warte mal, Werkstatt upgraden. Ja, Werkstattwagen halt. Haben wir halt einfach noch einen Werkstattwagen gekriegt. Oh, 2-1, aber das mache ich jetzt. Ui, das sieht ja wenigstens mal ein bisschen besser aus. Sehr gut. Mal gucken, ob sich die Wächen jetzt mehr lohnen. Okay, der bestellt Waren, das ist schon mal gut. Der bestellt auch reichlich Waren, aber es ist einfach, wir brauchen einfach mehr. Sandwich, Dosenfisch. Okay, alles eingeräumt. Moin, grüß dich, Grüße. Hier ist auch wieder keiner, der kassiert. Och, Mano, ey. Wir bräuchten tatsächlich den letzten Stern noch. Ich bräuchte noch einen Tankwart. Ein Tankwart wäre geil und einen, vielleicht doch noch einen Kassierer. Ein Tankwart und doch noch einen Kassierer. Das wäre schon cool, glaube ich. Das hat mir alles geupgradet. Hier geht auch nicht mehr. So, wir könnten unseren Shop einmal vergrößern für 2-2. Ich bin mir nicht sicher. Sollten wir das tun? Wollen wir unseren Shop vergrößern heute? Oh, ich habe ja Bock. Ey, muss ich ehrlich sagen, ne? Obwohl die Zapfsäulen eigentlich erstmal echt super wichtig werden. Weil die bringen uns natürlich auch eine Menge Kohle, ey. Ich mache die abends mal dicht, die Tanke. Wenn nicht mehr so viele kommen, mache ich die abends mal dicht. Und dann... Oh, können wir erstmal die hier noch ein bisschen pimpen. Genau. Ah, da kommt wieder einer. Der hier hinten tankt auch noch, oder? Wie lange dauert das noch? 100%. Hä? Der steckt das Ding ab hier. So, hat er schon bezahlt? Hm. Ach, ich überlege, ey, wie viele Säulen können wir denn noch hinstellen? Warte mal, lass uns mal an den Shop gucken. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Vielleicht gibt es auch neue Sachen. Ein Kastenregal, wofür ist das denn? Was ist denn das? Bestellen wir mal. Zapfsäule, Ladestation, bestellen wir auch noch einen. Sonnenkollektor würde ich jetzt auch mal noch einen bestellen. Wir bestellen auch noch eine Klimaanlage. Und Toiletten und Zeug hat man, glaube ich, alles. Komm, dann bestellen wir einfach nochmal ein paar Lampen. Dass wir da schon mal wieder welche haben. Und mal noch 2 Mülleimer. Oh, das ist aber auch alles so teuer, ey. Das ist nicht normal. Eine Kamera bestelle ich noch. Noch eine Überdachung. Dass das auch alles ein bisschen schöner wird. So. Eine Bank, eine Leiter, Hammer, Rahmen. Ich stelle jetzt auch mal noch mal ein paar Bilder mit hier. Warte mal, hier mal das ganze Zeug. Schläger, was ist denn hier noch neu dazugekommen? Ist hier noch irgendwas neu dazugekommen? Die können wir zu Hause noch ein bisschen einrichten. Nee. Okay, bezahlen. Perfekt. So, wie sieht es mit dem Sprit aus? Rudi? Ich will nichts sagen, aber der Sprit ist gleich alle. Ich will nichts sagen, aber der Sprit ist gleich alle. Warte mal, hier muss wieder eingeräumt werden. Da helfe ich der Lady mal. Warte mal, Wasser. Und jetzt bestellt er aber langsam. Jetzt geht's aber langsam los hier. Cornflakes. Dosenfisch. Senf. Senf. Ah, das ist alles schon wieder leer hier. Das ist eine Katastrophe. Das ist alles schon wieder... Wo ist denn der Senf jetzt hin? Hat sie den da reingeräumt? Ach ja. Es ist wirklich eine Katastrophe. Kühlschrank, genau, den brauchen wir erstmal noch nicht. Hier den Stuhl, den können wir auch ins Lager hinter schaffen. Geil, unser Rümpellager hier. So, hier ein Stuhl rein, perfekt. Können wir da auch Regale reinstellen vielleicht? So, warte mal, was haben wir jetzt hier alles bestellt? Ihr habt ja auch gesagt, ich kann mir, warte mal, ein Bild will ich mal ein bisschen aufhängen. Ich will das Ganze mal hier, das muss doch mal ein bisschen gemütlicher werden. So, hier mal noch so ein Bild hin. Zap, zarab. Ne? Lampen. Ich weiß, meine Lieben, ich kann mir auch den Wagen nehmen. Da muss ich nicht immer laufen. So, warte mal, jetzt machen wir das erstmal fertig hier. Da noch eine Lampe hin. Was ist das? Eine E-Ladesäule. Die können wir mal hier auf dem Wagen tun.
Eine Markise, genau, die machen wir hier noch mit drauf. Noch ein Bild. Können wir überhaupt irgendwo anders noch ein Bild aufhängen? Och, wir können sogar ein Scheißhausbild aufhängen. Ja, sehr. Warum nicht? So, da noch ein Bildchen hin. Lampe. Genau, die wollten wir hier vorne noch hinmachen. Dann ist das nämlich auch erstmal fertig. So, und der Bärchen. Sehr schön. Ja, schmeiß drauf, kein Thema. Schmeiß drauf, alles gut. An das Lager zu senden. Das ist die Frage, an welches Lager. Oh, wow. Ist nicht euer Ernst, oder? Da bin ich ja übelst schnell. Also da bin ich ja richtig schnell. Wenn ich das Ding hier schiebe, oder? Ja, komm, lass mal zumindest mal hier stehen. Warte mal, hier haben wir noch eine Lampe. Machen wir erstmal die Toiletten noch fertig. Das ist nämlich auch noch wichtig. So. Oh, hier der Spritlaster. Ja, wir haben nämlich keinen Sprit mehr. Wunderbar. So, jetzt haben wir wieder welchen. Noch ein Bild. Können wir mal hier noch aufhängen. Eine Klimaanlage. Meiner Meinung nach haben wir doch schon... Hä? Den Standard der Klimaanlagen verändert, oder was? So, warte mal. Jetzt kriegt erstmal die Toilette hier eine Klimaanlage. Sehr gut. Also eine Klimaanlage bräuchten wir noch, theoretisch. Und noch eine Lampe. Genau, hier auf dem Klo fehlen auch noch zwei Stück. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Oh, das ist einfach ein Traum. Ist ein Traum, ey. Richtig geil. Kamera? Können wir nicht noch irgendwo Kameras montieren? Am Lager hinten vielleicht? Wäre das wichtig? Nee. Dann mal hier für die Elektroladesäule noch eine. Ist klar. So. Wie viel können wir noch... Oh, das ist die letzte. Ja, perfekt. Gleich geupgradet. Warte mal, hier ist gerade keiner dran. Ja, Mann! So, Elektroladesäulen fehlt nur noch die eine. Dann sind die auch alle durch. Cool. So, was haben wir noch? Was ist denn das? Ein Regal. Ach so, warte mal, das ist ein Regal fürs Lager. Ein Kastenregal. Oha! Ja, geil. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Warte mal. Wenn ich jetzt hier Seifen und Zeug bestelle warte, waren die hier fertig, die Toiletten? Ja, wir brauchen nur noch Dings hier. Wenn ich hier, Seife mit allem drum und dran bestelle. Können die das doch... Nimmt er das aus dem Lager einzeln? Oder wie macht er das? Was macht er denn da jetzt? Die räumt das ein. Die räumt das Lager ein. Wie geil ist das denn? Ey, Leute, die räumen das Lager ein. Ja, das finde ich aber cool. Das finde ich echt geil. Das ist ja mal mitgedacht sogar. Nee, super. Wunderbärchen. Sogar mal mitgedacht. Ich habe zwar... Wie komme ich denn hier hoch? So, ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was mir dieser Sonnenkollektor hier bringt am Ende. Aber wir bauen sie trotzdem. So. Okay, jetzt haben wir aber gut Geld ausgegeben, muss ich sagen. Also es war schon wieder... Ja... Sportlich auf jeden Fall. Warte mal, hier noch... Ach, naja, man muss es aber nicht auf der Toilette nicht übertreiben mit Papierkörben, oder? Warte mal, hier fehlt noch einer. So. Dann haben die ganzen Säulen auf jeden Fall erstmal. So, perfekt. Die sind alle fertig. Das passt auch. Jetzt würde ich tatsächlich erstmal ein bisschen Piano machen und würde danach die Tanksäulen upgraden. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine coole Sache. So. Aber ich finde das genial, dass sie das eigenständig ins Lager schaffen. So, jetzt kommen die Cops. Oh, warte mal. Hier wollte ich den nicht hinstellen. So, ich stelle den hier hin. Ich überlege, ob ich den seinen PC hinten auch ins Lager stelle. Da muss der nicht immer hier sitzen. Der kann doch hinten im Lager arbeiten, oder? Alter, der Laden ist einfach leer. Das ist der schlechteste Manager, den ich jemals hatte. Der Laden ist leer. Junge, du musst mal ein bisschen Gas geben hier. Hier ist nichts da. Die Bewertungen hier, die sind, da fehlen die 5-Sterne-Bewertungen.
Warte mal, wir gucken mal ganz kurz, was es hier noch Neues gibt. Lamborghini Urus. Oh, es gibt mehr Autos. Tatsächlich mehr Autos. Werbung schalten? Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Mit der Werbung schalten. Kamen bis jetzt immer so die Leute und haben das gekauft. Eigentlich auch ganz praktisch. Warte mal, ich will mal ganz kurz hier durchgucken. Kameraqualität, Arbeitsgeschwindigkeit. Casino-Zocker? Casino-Zocker verbessert. Drogendealer? Man kann ja seine Eigenschaft als Drogendealer auch einfach mal ein bisschen ausbauen. Finde ich. Oder? Ist da jetzt nicht das Problem? Ich glaube, warte mal, können wir dem mittlerweile auch Namen geben? Das wollte ich mal noch schauen. Daisy, warte. Nee, hier nicht, aber vielleicht hier. Beim Mitarbeiter. Teils. Kann verkaufen, kann Regale füllen, kann Boxen platzieren. Ja. Da kann man die nämlich auch extra nochmal ein bisschen einstellen. Tankwart. Kraftstoff füllen, Strom auftanken, Kraftstofftank füllen. Okay. Boden reinigen, Toiletten, Müllwagen füllen, Mülleimer. Ja. Oskar Waschanlage, kann Feuer löschen, kann Autos waschen. Kann Kunden warnen, kann Lebensmittel bestellen, kann Kraftstoff bestellen, Toilettenartikel bestellen, Geld sammeln, Box platzieren. So, erforderlicher Füllstand zum Nachbestellen. 100%. Anzahl unterschiedlicher Marktprodukte. Alle. Anzahl unterschiedlichen Toilettenprodukte. Alle. Bestellanzahl pro Produkt. 4. Schwelle zum Sammeln von Geld. Machen wir mal hier 3000 knapp. Ah, das ist ja geil. Das ist natürlich geil. Sehr gut, perfekt. So, pass mal auf hier. 18 Uhr. Ich würde sagen, jetzt kommen nicht mehr so viele Autos. Jetzt können wir uns mal den Hammer schnappen und können mal gucken. Guck mal, hier ist nämlich keiner. Upgraden. Oh yeah, baby. 1,5 und 1. 1,3 und 1. Geht halt einfach nur schneller, ne? Also das heißt, es wird jetzt einfach nur schneller betankt. Oh, jetzt müssen wir aber, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit der Kohle hier. Das wird eine ziemlich teure Nummer werden. Das wird eine ziemlich teure Nummer werden. So, jetzt können die erstmal die Tankstelle wieder auf Vordermann bringen. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal noch so ein Regal bestellen hier. Dass sie ein bisschen mehr einlagern können. Das finde ich geil, dass sie sich das einfach nehmen. Was ist denn das? Seife. Seife. Das ist Seife, Leute. Die gute alte Seife. Die Elektrotankstelle läuft auch. Boomt. Sehr gut. 2700. Theoretisch sollten jetzt viel mehr Produkte bestellt werden. Der sollte auch wieder eher nachgefüllt werden. Das sollte auch passen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal in Feierabend, oder? Ihr habt das doch hier alle super im Griff. Ich verabschiede mich in Feierabend. Ich gehe mal ganz entspannt ein bisschen hier Nachtclub. Wir waren lange nicht im Nachtclub, Leute. Lasst uns mal in den Nachtclub gehen. Lasst uns auch mal ein paar Euro investieren. Die Nachtclubbesitzer wollen auch leben. Das ist auch so ein Ding, weißt du? Die wollen ja auch leben. Hallo, na? Wir müssen ja mal gucken, ob es hier was Neues gibt, ne? Weiß ja auch nicht. Kann ja alles sein. Drücke zum Tanzen? Nee. Gib mir mal ein Bier für 35 Dollar, ist kein Problem. Für 35 Dollar ist mein Bierchen gezwitschert. Moin! So, wie sieht das aus hier? Du hast aber nicht viel Motivation mitgebracht. 250, echt? Für so ein Tänzchen? Warte mal, erstmal das Bierchen hier reinorgeln. Oh, da ist aber auch gleich wieder die Optik ein bisschen eingedrückt. Naja, ich würde sagen, Appetit kann man sich holen, gegessen wird zu Hause, ne? Kommst du hier zu mir? Ich bin aber auch schon wieder ein bisschen angemalt. Wo ist sie denn jetzt hin? Hey, achso, jetzt hier. Jetzt geht das los! Los! Ich meine, das Oberteil ist nicht schlecht. Das Oberteil ist nicht schlecht. Muss man einfach so sagen.
Das ist eher so ein Fächertanz, ne? Ist nicht so der erotische Tanz, ist eher so der Poptanz, ne? Oh ja, so ein bisschen, pass auf, dass hier nicht die Hüfte auskugelst, ne? Es sah ziemlich gefährlich aus da. Hm, ja, schön. Schön. Ich meine, ich muss ja als Programmierer ja auch erstmal alles machen, ne? Hier mit dem, dass sie sich so toll bewegt und alles. Gut, ganz ehrlich, Appetit habe ich mir geholt. Gegessen wird zu Hause. Tschüss. Aber wo waren jetzt... Achso, nee, warte mal, da müssen wir ja... Haha, wir müssen nochmal zum Bazar. Wir müssen nochmal zum Bazar. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Da ist nämlich in der Nacht auch eine gewisse Aktivität vorhanden. Gut, der Kollege hier ist da. Moin, grüß dich. Drogen kaufen. Ja, gib mir hier so ein Paket. Ich will noch eins. Ach komm, dann gib gleich zwei, gib gleich drei her. So, ich muss erst mal gucken, was da geht hier mit der Drogerie. So, moin. Kann ich würde hier hinten mal... Ja, danke. Ich würde mal ein Ründchen spielen hier. So, was? 1500? Nee, das ist ein bisschen über mein Budget. Ich würde mal mit 300 anfangen. 9. Na, da würde ich schon eine nehmen. 18, da bleibe ich. Bleiben 19. Was? Das ist das schon wieder. Keiner zieht bei 15. Na gut, er muss noch eine ziehen, weil ich 18 habe. Jetzt habe ich jetzt 1500. Ich habe 1500 reingeschmissen. Schon wieder 18. 9. Ja! Verdoppelt, Baby! Woo! Verdoppelt, Baby! Komm, jetzt machen wir wieder kleine Schritte. 53. Wieso habe ich denn immer eine 9? Strike, Junge! Was? 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 Rein da. 3. Oh, nee, das fängt schlecht an. 11. 18. 13. Oh, nee, das wird doch nix. 15. Oh, ich bin am Arsch. Ich hab die Kohle verzockt. 18 geht nicht. Können wir nicht teilen? 28. Das ist so am Ziel vorbei. Nee, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Tut mir leid. Ist in Ordnung. Spielt ihr mal weiter. Ist nicht, doch nicht so weit. Ah, ich bin aber auch so ein schlechter Spieler, ey, ne? Das ist unfassbar. Na gut, es könnte daran liegen, dass ich so ein Glücksspielzeug nie mache. So. Lasst die Finger davon. Ganz, ganz schlimm. Sage ich euch. Lasst die Finger davon. Die Bank gewinnt immer und ihr verliert immer. So. Außer Minus gibt's da nichts. Guti, jetzt müssen wir aber mal schauen. Ich hoffe, dass wir ja mit der Tankstelle auch bald... Boah, hier krabbeln die Hosenscheiße rum. Sag mal, es ist 0 Uhr, ab ins Bett. Das kann doch nicht wahr sein. So, hier mein Baby, hier sind deine Süßigkeiten. Okay, komm, dann machen wir euch auch noch glücklich. Ja, wunderbar. Kriegt jeder noch 0 Uhr hier so eine Zuckerwatte. Ist ja überhaupt kein Problem. Der noch nicht, oder? So, dann kriegt die Mutti kriegt noch ihre Tabletten. Bitteschön. Ups, die Tür ist aufgegangen. Das ist ja gruselig. Hier, deine Tabletten. Ich hoffe, du bist... Ey, kommt ihr mal rein? Das geht so nicht. Ihr könnt ja nicht draußen rumkrabbeln. So, warte mal, hier für die Olga habe ich auch noch was mitgebracht. Ach, die ist so... Oh, schon wieder! Ich wollte ihr doch einfach nur ein Geschenk geben. Doch, doch, nicht schon wieder. Oh, yippie! Oh Gott. Ich kann das nicht mehr. Och, noch so ein Balk. Ey, das gibt's ja nicht. Das kann da nicht wahr sein. Ey, ich geh pennen. Ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich müsste die Bude hier zu Hause auch mal einrichten, dass sie mir auch mal vielleicht mal was zum Abendbrot kocht und so weiter. Ja, neuer Tag, neues Glück. So. Okay. Ich würde sagen, ich verpiss mich. Ich verpiss mich. Ich weiß gar nicht, wie lange dieser Bazar immer offen hat, aber ich glaube, ich fahre lieber gleich hin, erledige da meine Geschäfte und fertig ist. Wir brauchen Zuckerwatte der Verdammnis. Wir brauchen so unfassbar viel Zuckerwatte, Leute. Hier, gib mir Zuckerwatte. Ja, genau. So, nee, nicht nehmen. Ins Haus. Ins Haus. 5 Kinder haben wir mittlerweile, ne? Ja, 5 Kinder. 5 Kinder ist doch super, ist doch wunderbar. So, Geschenk brauche ich nicht, Medizin brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ab geht die wilde Fahrt. An die Tankstelle. Ins Lager. So. Da würde ich aber sagen,
Wir schauen nochmal ganz kurz ins Lager und dann machen wir erstmal ein kleines Päuschen, meine Lieben. Denn es geht dann in der nächsten Folge weiter. Da werden wir auf jeden Fall unsere Tankstelle weiter upgraden. Die nächsten Sachen kaufen. Männliches Zeichen. Was haben wir hier? Ein Sofa. Ach komm, da kaufe ich jetzt mal ein Sofa. Ist ja gar nicht so schlecht. Zapfsäule brauche ich nicht. Weibliches Zeichen brauche ich auch nicht. Guti, alles klar. Ja, genau. Da werden wir uns damit weiter beschäftigen und werden unsere Tankstelle weiter upgraden und alles machen. Vielleicht kommt auch wieder das ein oder andere Upgrade raus. Würde mich sehr freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich jetzt von den Upgrades irgendwas noch gar nicht genutzt habe oder nicht gemacht habe, was ich mir unbedingt noch anschauen sollte. Das wäre wirklich eine super Sache. Dann schauen wir mal, wie voll ist der Laden mittlerweile. Muss schon sagen, also das schleift hier aber auf einem ganz anderen Niveau, schleift das hier. Was sagen die Bewertungen? Ah, wir kriegen keine 5er-Bewertung mehr. Ärgert mich. Sortieren die Scheiße im Lager ein. Die haben da nicht mehr alle Latten am Zaun. Ey, mal ganz ehrlich, ihr sollt das hier reintun. Sag mal, was ist denn mit euch nicht richtig? Ihr baut das hier auf, Junge. Rein da in den Shop. Nicht erst ins Lager hinterschleppen. Aber ein paar Regale wären vielleicht noch nicht schlecht. Na gut, in diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dahin, lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, falls ihr auf dem Kanal noch nicht abonniert habt. Bis dahin, ciao, ciao, euer Manus.